Also ich komme hier gerade schlecht weg. Es ist unglaublich, was sich hier gerade tut. Ich hatte ja eben von dem älteren Herrn berichtet, der im Rollstuhl sitzt. Sieht mal, was jetzt hier gerade passiert. Überall Baumaschinen. Hier ist richtig was los. Und ich nehme euch einfach mal mit. So, die haben sich alle ein Herz gefasst. Wir machen hier eine gemeinsame Aktion. Gerade war schon die Eimerkette hier aktiv. Und alle sagen, das kann nicht wahr sein, dass wir hier noch nichts gemacht haben, dass hier der Zustand noch so ist. Ich komme bis hierhin, Also, er kommt mit dem Multicar bis hier dran. Dominik, was passiert? Ich hab, ihr dürft alle gefilmt werden, Janne. Hier, das ist der richtige Mann. Der schmeißt hier alles alleine raus. Ich habe von den Jungs, die hier die ganze Zeit dran sind mit dem kleinen Kettenbagger, mit dem Kompaktbagger, da frug mich einer, ob ich so eine Mulde organisieren kann, weil hier wirklich eine angeblich wohl vergessen wurde. Da haben wir Mulde geholt und dann habe ich gefragt, was hier wirklich Sache ist. Ja, nichts. Dann kam der Aufruf, wir brauchen Leute, der Kerl sitzt im Rollstuhl. Der wurde seit Anfang der Flut vergessen mit dem Haus. Ja, dann habe ich die Jungs, die heute Morgen alle gekommen sind mit den 70 Maschinen, angesprochen, könnt ihr. Ihr seht es selber, die sind am Wuseln zum Zell. Die Jungs hier mit dem Multicar, die haben mich gefragt, was ist los, hab ich denen das gesagt. Scheiß aufs Bier, Bier auf dem Tisch und Attacke. Also denen ist das hier gerade scheißegal, was da im Zelt abgeht. Die wollen dieses Haus fertig machen und dem einfach zu helfen. Das sind teilweise Räume noch nicht geräumt. Die nehmen jetzt hier die Nacht auseinander. Die machen jetzt hier alles fertig. Wesen rein würde ich jetzt sagen, es ist krass. Die haben. Also der holt jetzt den Schlamm hier raus, denke ich. Die holen alles raus, im Haus sieht's aus, teilweise Räume. Ah ja, ich war gerade drin. Es ist. Wie lange dürfen wir denn hier noch arbeiten? So, das liegt an euch, wie lange ihr machen wollt. Also Nachtruhe gibt's hier nicht, oder? Ja, muss nicht unbedingt sein. Also, sagen wir mal so, natürlich, wenn da alles sauber ist, wäre natürlich viel schlecht. Weil aber da oben ist noch viel zu machen. Die Möbel alles runter, da ist viel Arbeit. Ja. Wir holen jetzt mal den ganzen Schlamm da raus. Ja. Wir machen alle Türen auf. Ja, ja. Wir räumen da alles raus. Seid ihr jetzt alle aus dem Westerwald hier oder von der Westerwalder Gruppe? Kipperfahrer! Ja, stimmt. Aber die können nicht nur kippen, die können auch anpacken, die Jungs. Ja, schon mal dicke Arme am Brecheisen. Und? Bist du zufrieden jetzt, oder? Ihr beide, ne? Ihr habt ja alleine gearbeitet bis gerade, ne? Wir hätten ja noch mehr Leute mitbringen können, aber ja, die können wir ja organisieren. Also es geht ja weiter, wie man sieht. Also hier geht es jetzt richtig rund bei Ihnen. Wir haben ja alle beide schon was, die arbeiten die ganze Zeit. Ja. Grüße ich den Marcel Rosenbaum auf dem Bauernhof in Kirkenroth. Der könnte ja dann mal, wenn er Zeit hat, mit seinem Traktor und irgendeinem Anbaugerät vorbeikommen. Hier kommen immer mehr Leute. Da kommen was ist hier los? Immer mehr Leute. Ach, hier ist auch ein alter Bekannter. Ist ja klar, dass du wieder dabei bist. Hallo Markus. Alles klar. Komm, wir beraten uns mal gerade hier drin. Du bist hier meine... Ja, also hier wurde wohl mal was vergessen, obwohl wir hier mitten im Zentrum von Waldparksheim sind. Vor den hast du, glaube ich, schon gefilmt, ne? Ja, genau. Geht ja natürlich gar nicht, ne? Also hier geht's ja jetzt. Jetzt machen wir noch... Guck mal hier. Spontan. Ja, hier auch. Hier ist komplettes... Eigentlich habe ich gedacht, wir sind mit der Sache durch hier. Ja, also hier ist noch Sintflut. Und mitten in Walportsheim, wo wir schon seit Wochen, Tag und Nacht und alle Ecken, ich dachte eigentlich, ich kenne alle Ecken, ne? Also die Einfahrten, die ist mir bekannt, da vorne parken wir ja immer. Ne? Ja.
Aber dass wir das hier noch nicht haben, krass, ne? Das ist schon wirklich übel. Ne? Jetzt sagt er, er hätte keine Versicherung. Ja gut, das haben die alle nicht. Ne? Oder ganz viele nicht. Ne? Ist der gute Mann nicht alleine. Ne? Also da müssen wir auf jeden Fall ran. Ne? Das geht ja gar nicht. Ich habe den heute noch auf der Straße fahren sehen. Ich dachte, der wäre irgendein Besucher hier oder so. Ja. Da ist der mir begegnet. Aber das ist jetzt so eine Situation hier vorfinden. Sollen wir nicht morgen eine... Nee, ist das doof? Morgen eine T-Shirt-Aktion machen? Alle T-Shirts, die morgen gekauft werden? Ja, auf jeden Fall. Oder ist das doof? Ist das doof? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das doof ist, aber hier müssen wir auf jeden Fall was zusammenschmeißen, ne? Das ist ja ganz klar. Also hier machen wir uns mal einen Kopf, ne? Vielleicht sollten wir mal mehr wie 5 Minuten drüber nachdenken, aber... Also ich denke, wir kriegen die Bude morgen, wir kriegen was gewuppt, ne? Hier sind ja noch ein paar Menschen, die auch sofort anpacken. Also ich würde so aus dem, vom Herzen her sagen, aus dem Gefühl raus, dass wir hier Rechnung übernehmen im 5-stelligen Bereich von dem Betrag, der für die T-Shirts eingegangen ist. Ob es 50.000 sind oder was, müssen wir mal überlegen. Wäre so mein Vorschlag, dass wir den Mann hier unterstützen. Ja, bitter nötig. Der E-Roller ist kaputt. Also nicht E-Roller, sondern der Rollstuhl, der ist auch kaputt. Den habe ich jetzt erstmal für die Werkstatt gegeben, aber ich glaube nicht, dass die hier nochmal hinkriegen. Aber das kann man besorgen, sowas. Genau. Das kriegen wir hin. Wir überlegen einfach, was wir machen. Ne? Weil hier ist einiges zu machen, das ist Fachwerk. Das ist schon heftig. Ne? Das muss alles raus, weil überall der Lehm am Schimmeln ist. Ne? Da sitzt der Schimmel schon drauf. Deswegen haben sich die anderen ja beeilt, um diesen Schimmel zu umgehen. Ne? Ja. Die ganzen Sachen raus. Ne? Aber dass wir das jetzt hier noch vorfinden, in der Form... Ja, ich war eben auch geschockt, ich war ja, hier, ich ne? Ich gar nicht mit gerechnet jetzt. Ne? Ja, ich eben auch nicht. Und ich finde das so krass, dass ihr alle hier runtergelaufen seid. Ich dachte, wo laufen die alle hin? Ja. Und dann bin ich mal eben hinterher. Ne? Das geht gar nicht, ne? Komm, wir gucken nochmal hier. Ja, der war auch. Gerade die Tür jetzt aufgebrochen, also, weil der Schlamm hinter der Tür war, kriegte man die gar nicht auf. Das war ja auch das Problem, als hier Wasser kam, dass sie zum Teil die Tür nicht mehr aufgekriegt haben. Voll auf die Lehmdecken, da muss man aufpassen. Die runterkommen. Ja, also. Ja, ob das Haus mal einer überhaupt einen Augenschein genommen hat vorher. Ne? Das ist ja das Schlimme, ne? Irgendwie, dass hier viele, also ältere Herrschaften im Prinzip. Die sind still in ihrer Ecke und. Genau. Ja, ich meine, wie die sich ernähren, wie die in der Zeit wohnen, das ist mir alles schleierhaft. Ne? Mir auch. Die können nur hoffen, dass sie gute Freunde haben und gute Nachbarn, die sich darum gekümmert haben. Ja, aber momentan ist ja auch jeder mit sich selbst ein bisschen beschäftigt, kann sowas schon untergehen. Ne? Ja. Raus hier. Aber dafür sind wir ja hier. Ja, gerne. Ja. Wir haben auch Leute, die sind ja direkt bereit, noch in die Uhrzeit zu arbeiten. Ne? Also, könnt ja, manche andere Organisation hat jetzt Wochenende, ne? Nö, jetzt? Gestern. Ja, gestern, ja, stimmt. Ich bin ja schon länger dran. Die haben ja nie Zeit, ne? Guck mal, der hat ein Kreuz so breit wie der Türrahmen hier. Das ist ja echt der Hammer. Und ihr seht, wie hier gearbeitet wird, ne? Das machen die jetzt nicht wegen der Kamera. Hier wird immer so gearbeitet. Das ist echt... Wir sind mit dem Thema durch, ne? Ja, also wir sind jetzt wieder bei Stufe... Zweiter Tag so ungefähr, ne? Das ist zweiter Tag. Wollt ihr den Wetter rausschöpfen oder nicht? Da habe ich schon ein schlechtes Gewissen, dass ich hier nur stehe und ein Handy halte. Ja, aber das ist ja entscheidend. Moment, weil die Platte, ja, lass es. Hat es ja selbst nicht geglaubt. Ja. Wie gesagt, wir sind mitten im Ort. Ne? Wir sind mitten in unserem Ort. Da hinten ist unser Versorgungszelt und ist komplett durchgegangen. Schaut euch mal an, wie viele Leute hier in dem Raum jetzt sind und hier am Anpacken sind, also wirklich am Anpacken sind. Ja, einmal hier durch. Was ist das? Am Kühlschrank. Ah,
Ah, jetzt kann er rollen. Wir können ihn ein bisschen rumheben. Ja. Einmal rum, dann. Ja, so abwechseln. Nimm es einmal hoch. Ja, ein bisschen. Okay. Ein bisschen rum. Ein bisschen rum. Dann passt den ganzen Körper durch. Kannst du jetzt wirklich. Ach, immer. Jetzt fehlt man da. Nee, jetzt. Achtung, du musst einmal rum. Ja, schieben. Warte. Warte. Jetzt. Ja. Hallo? Wir gehen mal nach oben wegen dem Schwung gucken. Wenn du Bock hast, kannst du mit deiner Mutter auch noch mitfahren. Zum Absetzen. Ja? Wenn 828 raus wird, kannst du dich direkt reindrücken. Hm. Die rote Karte kriege ich eh. Ja, aber hier. Ja, schau dich das bitte an. Also ich denke, dass meine Frau Verständnis hat, wenn ich mich jetzt doch wieder auf meinen Traktor setze und hier mithelfe, weil ich kann die Mulde auf den Boden setzen. Das ist ein Riesenvorteil hier. Ja, wo müssen wir hier hin? Dominik! Ja, oder ich kann mit der Mulde mitfahren. Soll ich die Mulde holen zum Absetzen? Ich hole dir gerade einen flachen Container. Ich kann aber auch. Ja? Ganz flachen. Martin, okay. Ich kann hier mal Radlader. Ja, mir ist egal. Ich kann auch meine. Da müssen die Einfahrt rein und dann kann man direkt in den Land schmeißen. Okay. Ganz flachen, ja. Soll ich dann noch mit dem Radlader hier? Ich glaube, das kannst du nicht mehr. Ich habe hier keinen Wein. Guck mal, wenn man da reinkommt. Hier stand ein Auto noch blöd. Ich gehe mal raus. Wenn die mich brauchen mit der Mulde, dann mache ich die noch aktiv gerade. Steht ja hinten auf der Bundesstraße. Hey, komm. Hier ist aber was los bei Ihnen, meine Herren. Und da hören wir am Samstagabend. Ja, aber... Wo wohnen Sie denn momentan? Ich wohne im Moment bei meinem Vetter in Wienbrück. Ah, ich habe Sie nämlich heute gesehen, wie Sie hier runtergekommen sind. Ja, das ist verwandt von mir. Und wir sind mit dem Wohnmobil hier, weil 5 Wochen war ich an der Tiernütter, hat hier nichts passiert. Ihr seid echt unglaublich. Das ist einfach so. Danke. Soll ich euch Handschuhe holen oder was? Alles. Und du machst auch mit hier? Ja. Woher kommst du? Wuppertal. Aus Wuppertal? Ja, ich bin mit Jens gekommen, mit dem Teleskoplader. Ah, mit dem, ja, okay. Mit dem Merlo. Habt ihr nichts Besseres heute vor oder was? Nee. man kann nichts Besseres machen, als Menschen zu helfen. Ne? Das stimmt. Also. Ich filme jetzt einfach mal, weil ich glaube, ich stehe nur im Weg. Mit meinen 48 Jahren bin ich doch hier der Opi dann in der ganzen Truppe. Das geht hier alles im Laufschritt, das ist so unfassbar. Also wenn ihr mich braucht mit der Erdmulde, kann ich kommen. Ihr müsst mir das nur sagen. Komm mit. Wenn du noch ein Tauschkonzert einfach 20 mit deiner Mulde. Dann brauchst du die Plätze. Also hier wird der Garten auf Vordermann gebracht. Außer dass die Tür damit vorsichtig umgeht. Hier wird rausgeschippt. Ja. Strom, Hauptsicherungen sind gezogen. Passen aber trotzdem bitte auf. Dominik? Ja. Hast du das Standrohr oben weggeholt? Ja, ich habe es auf Seite gesetzt. Der IBC steht noch da, ja? Ja, ja. Da war ja auch noch ein Schraube zum Rohr dabei. Das habe ich auch bei mir in den Hänger abgesichert, damit nichts wegkommt. Ja, also, können wir wohl mal wegreichen. Mir fehlen ja nicht oft die Worte, aber im Moment fehlen mir hier absolut die Worte. Ich war hier eben noch drin, da war da keiner am Arbeiten. Ne? Und jetzt sind hier, wie viele Leute sind jetzt hier? 30 Mann. Willst du die Mulde holen und ich bleib hier am Filmen? Ich muss den anderen Trecker aber wegfahren. Achso, der ist voll? Müsste voll sein, ja. Ich meine ja, ich geh mal gucken. Also, ich will hier gar nicht weg irgendwie. Das muss jetzt mal wirklich hier dokumentiert werden.
Ihr seht, was hier für eine Matschauflage ist, was hier angeschwemmt wurde. Ist da oben, ich war eben auch oben, da ist auch ein bisschen Matsch auf dem Boden. Ne? Wo kommst du her? Aus dem Westerwald. Du bist mit der Westerwalder Gruppe hier? Ja. Mit dem Traktor oder was? Ja, mein Bruder ist im Traktor da. Wir waren noch zusätzlich mit einem Auto da. Habt ihr kein Vieh zu Hause? Macht ihr auch nicht. Ich bin Handwerker. Krass, was machst du normalerweise? Ich bin Schreiner. Schreiner? Das ist gut. Schreiner, so ganz keiner. Was macht ihr normalerweise? Elektriker. Und du? Mit der Feuerwehr Düsseldorf. Feuerwehr Düsseldorf? Okay. Ja. Super. Ich glaube, ihr gebt einem heute hier ein gutes Gefühl, wenn er hier wegfährt mit seinem Rollstuhl. Ja. Dankbarkeit für die Leute. Echt. Bezahlbar. Ja. Also, nur damit ihr das nochmal richtig einordnen könnt, die Leute hier arbeiten umsonst, nur um zu helfen. Umsonst. Und es werden immer mehr. Das ist so krass hier. Darf ich mal mit dir fahren? Woher kannst du so gut Radlader fahren? Das habe ich mich eben schon gefragt. Das ist mein Hobby. Nee, sag mal. Ja. Aber ich mache ich ganz was anderes. Eigentlich. Wir haben Pferde. Das sind völlig privat. Wir haben privat Pferde und das ist unser... Euer Arbeitsgerät von zu Hause. Normalerweise fahren wir immer mit Heu. Woher kommst du denn? Aus Katzwinkel kennt sowieso keiner, Westerwald. Okay. Ganz also, Gebiet Siegerland, Westerwald. Okay. Also ich finde das genial, wirklich. Du fährst perfekt. Danke. Das ist mir eben schon aufgefallen. Es werden immer mehr, Unglaublich. Ja. Der Dominik fährt gerade die Erdkarre leer. Theoretisch könnte ich meine auch holen, aber ich glaube, ich bleib mal hier. Ja. Wir können mal Stromaggregat organisieren mit Scheinwerfern, dass wir da mal Licht reinkriegen. Ihr seid verrückt alle. Also Samstagabendprogramm könnt ihr in die Tonne kloppen. Hier ist Samstagabendprogramm. Vor allem live, ohne Drehbuch. Einfach nur aus einer Initiative heraus. Wo kommst du her? Aus Korschenbrüchklehen. Ach, bei mir aus der Ecke. Jawohl. Warum bist du hier? Warum bist du nicht woanders? Warum soll ich woanders sein? Hier brauchen Leute Hilfe und dann komme ich auch hier hin. Ich bin jetzt schon das fünfte Mal jetzt hier mit den anderen. Die Leute brauchen Hilfe, dann kommen wir auch hier hin. Du hast den Bagger mitgebracht, oder was? Nein, das haben wir uns hier jetzt heute Abend geliehen. Wir haben nur den kleinen Radlader mitgebracht. Den haben wir uns heute extra da geliehen, dass wir was hier schaffen können, weil der Mann, der im Rollstuhl sitzt, der braucht Hilfe, der kann ja nichts machen. Ja. Ich bin ja hier jetzt. Dominik meinte, geh mal da hin, geh mal gucken. Ja. Hast mich ja eben schon mal hier gesehen. Ja. Da war ich echt geschockt irgendwie. Ja. Wir waren eben auch drinnen, da war es noch schlimmer. Der Mann hat auch schon eben, wo ich mit ihm geredet habe, wo der durch ein Fenster aus hier, uns hier gesehen hat, da hat er schon fast angefangen zu heulen. Das ist schon heftig, wenn er nichts machen kann. Ich habe das mit ihm nicht gesehen. Welche Leute brauchen Hilfe? Kommt hier runter, die brauchen Hilfe hier. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich dich nicht kennen würde, ich würde dich irgendwo in der Stadt sehen, ne? Ja. Würde ich denken, ja, weil sind Jugendliche, ne? Aber wenn ich dich jetzt hier auf dem Bagger sehe, samstags abends, und du bringst sowas gerade raus, echt unglaublich. Ja. Warum reden wir nicht immer so miteinander alle? Ja. Ja. Wir sind doch hier eine Familie, wir halten alle zusammen hier, wir helfen uns gegenseitig. Echt super. Ja. Tolle Einstellung. Also, ja, was soll ich noch sagen? Ich rede immer von Engeln und allem. Ach. Zieh's dir an. Ja? Okay. Und ihr hört, ich habe ständig immer noch Anrufe. Hier. Ja, weißt du. Werd ihr ungefragt gefilmt, was ist hier los? Ja, ich frag mich so, ich bin nicht so höflich wie du. Ich mach das einfach. Ohne Dauererlaubnis. Lass uns mal ein Stück zur Seite gehen. Hast du mitgekriegt, was hier los ist? Ein alter Mann. Also ich bin jetzt nicht live. Ja. Und nehme Film auf. Da war noch niemand drin. Rollstuhlfahrer habe ich gehört. Genau. Der sollte nach 6 Wochen erstmal wieder da. Am besten gehst du jetzt noch schnell rein. Ja.
damit du verstehst, was das Krasse heute Abend ist. Okay, mach ich. Der hat ein Glück gehabt, ne? Heute Morgen. Warum? Ich könnte es ihm total. Darf ich das filmen? Der Moment ist wirklich gerade. Das Fahrzeug wurde ihm direkt zugeteilt. Er ist gesundheitlich sehr, sehr stark eingeschränkt. Kann nur noch Automatik. Ist, ja, wie man sieht, kurz. Du sagst jetzt nicht, dass ihr den ein Auto besorgt habt? Ja. Das war ein richtiger Zufall heute Morgen. Wir wollten uns gleich beim Frühstück holen. Und wir haben dann das ist die A-Klasse, wo wir vor 14 Tagen hier. Da kommt ja nicht klar, oder? Da wollte eine Automatik. Also, erzähl das mal bitte. Du hast ihm das Auto geschenkt. Wir haben ihm das Fahrzeug geschenkt. Wir haben ja bei dir vor 14 Tagen oder eineinhalb Wochen einen Aufruf gestartet. Und wir sind zu einer Organisation gewachsen. Wir nennen uns 4Drive. Haben mittlerweile 170 Fahrzeuge. Wir brauchen trotzdem noch Unterstützung. Wir haben mehr Betroffene, wie dass wir Fahrzeuge haben. Und heute Morgen bin ich hier Frühstück holen gegangen. Und wir wollten was kontrollieren, dann habe ich ihn kennengelernt. Und dann habe ich ihm von uns erzählt. Und dann hat er einfach so gefragt, ob wir auch ein Fahrzeug hätten, eine Automatik für ihn. So, und dann habe ich mit meinem Beifahrer, mit Timo, der kommt hier von Ahrweiler, entschlossen, wir geben ihm die A-Klasse, die wir hatten. Eigentlich besprechen wir das alles im Team. Aber das hat uns einfach so mitgenommen, dass er erst seit 5 Wochen wieder da ist. Ja. Das erste Mal heute, ne? Genau. Und er war mir halt auch sofort sympathisch und alles. Ja. Wie gesagt, wir wollten eigentlich nochmal einen Aufruf starten. Ne? Wir haben eine Facebook-Gruppe, die nennt sich 4Drive, zurück in die Mobilität. Besucht uns, folgt uns. Wie gesagt, wir brauchen noch Fahrzeuge, am besten mit TÜV. Wir haben wirklich so viele betroffene Menschen. Meldet euch bei 4Drive in Facebook, da habt ihr unsere ganzen Nummern. Meldet euch einfach. Und er braucht, glaube ich, noch einen Rollator, ne? Das hat eigentlich mein Bruder mitbringen wollen, da muss ich mal fragen. Also habt ihr auch schon organisiert? Wir haben, ohne ihn jetzt gekannt zu haben, mein Bruder hat 3 nagelneue Rollatoren von dem Altenheim geschenkt bekommen. Ich muss ihn mal fragen, ob er es jetzt mitgenommen hat. Okay. Also irgendwas Elektrisches hatte er auch, ne? Aber das ist in der Werkstatt, die probieren das wieder ganz zu machen. Gut, da hätte ich aber auch eine Lösung, weil wir haben eine Dame, die einen Rollstuhl Fahrzeug uns spenden wollte, aber die spendet es nur, wenn es wirklich für diesen Mann oder für diese Person jemand gibt, dann gibt die ihr Auto her, wo man einen Rollstuhl hinten reinschieben kann. Und die hat uns auch einen Elektroroller, wo er sich draufsetzen kann, oder so ein Elektroauto, ja. Keine Ahnung, wie man das, Elektrofahrstuhl, und den können wir haben. Und wenn er diesen braucht, dann kriegt er den. Der ist auf Abruf. Krass. Deswegen, Markus, ohne dich wird es uns nicht geben, definitiv. Und wir würden uns freuen, wenn du einfach mal bei uns oben vorbeischaust, in Königsfeld am Sportplatz, und dir das einfach mal anschaust. Das mache ich. Also, wo ist Königsfeld? Das ist Ahrweiler oder Sinzig, Königsfeld Sportplatz. Okay. Da sind wir, da haben wir jetzt mittlerweile über 40 Fahrzeuge stehen. Über die Hälfte sind schon vergeben und zugeteilt. Und ja, einfach mal vorbeikommen. Wie gesagt, du bist dann selber überrascht, dass wir das auf die Beine gestellt haben. Mit der Unterstützung natürlich vom Bürgermeister aus Königsfeld und der AWO aus Sinzig, glaube ich. Ja. Ohne die hätten wir den Platz nicht. Aber ohne dich hätten wir eigentlich die ganze Organisation nicht. Sagen wir es mal so. Ich habe Sarah kennengelernt über dich. Die hat mich gesucht nach dem Aufruf, dass ich da weitermachen will mit den Fahrzeugen. Und wir haben Daniel dazu bekommen von Exklusivcar. Der hilft uns, rechtliche Schritte einzuhalten und hält uns auch so generell den Rücken frei mit allem drum und dran. Der macht Fahrzeugzulassungen. Die Fahrzeuge gehen nicht raus, ohne dass sie zugelassen sind, um einfach so ein bisschen die schwarze Schafe auszumerzen. Aber was ich noch sagen will, Leute oder Helfer, wenn ihr irgendwo oben Dernau, Rech, Ahrbrück, Kreuzberg, da oben, die Leute haben sich noch nicht so wirklich bei uns gemeldet, die wissen von uns nichts. Sagt denen, uns gibt es, die sollen sich melden, wir haben Fahrzeuge.
die sollen sich einfach melden bei uns. Die Telefonnummer steht im Internet drin. Keine Scheu, die Fahrzeuge kosten nichts. Die sind komplett kostenlos. Die sind von ganz Deutschland gespendet worden. Super. Sag nochmal die Adresse. Das ist im Facebook 4Drive, also 4 geschrieben und Drive zurück in die Mobilität. Super, das sollte reichen. Ja. Vielen Dank. Also das ist ja wieder ein Zufall hier alles. Ja, aber wir müssen aber auch sagen, die Unterstützer, mein Auto hast du nicht gesehen, glaube ich. Ne? Ich habe hier aus Weibstadt die Klebekünstler, die haben innerhalb von 1,5 Tagen haben die mir ein Fahrzeug beklebt, um einfach die Werbung zu machen. Ich sage da nochmal danke Nadja und danke Mischa aus Weibstadt, dass ihr das eigentlich so schnell für mich gemacht habt. Auch die Aufkleber und alles. Super. Und natürlich auch alle anderen. Twinbush Hebebühne hat uns eine Hebebühne zur Verfügung gestellt, dass wir die Fahrzeuge kontrollieren können da oben. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen, weil jetzt gerade mein Kopf ein bisschen rattert. Aber wir haben wirklich viele Unterstützer und danke für alles da draußen. Danke. Total krass, ne? Du siehst mitgenommen aus. Ja, nach dem Video, ich kann dir das mal schicken, das komplette Video, mal gucken, wie du dann aussiehst. Das Video schicke ich dir, guck's dir komplett an. Okay. Von ihm jetzt. Ja. Danke dir. Markus, wir sehen uns. Zu viel Emotionales kann ich heute nicht mehr vertragen. Die Waschküche war mir heute zu heftig, muss ich gestehen, aber das ist wieder das Positive hier, was ich mitnehmen kann. Das ist ja das, was ich immer sage. Neben all dem Mist, den ich heute wieder gesehen habe, wo ich wirklich, ich war heute echt am Ende, ich musste da aufhören, ich konnte nicht mehr. Nicht, weil ich es körperlich nicht verkraftet habe, sondern vom Kopf her. Und dann ist das hier wieder der schöne Gegenpool. Ihr seht, der Garten wird hier gerade zusammengezogen. Der Matsch wird hier rausgezogen. Und ich gehe nochmal ins Haus. Da sind die Handwerker hier. Brauchst du keine Muckibude, oder? Überall geht's hier rund. Wie viele Fernsehserien würde mancher Sender hier draus machen? Den gleichen Sonnenstuhl haben wir auch. Genau den gleichen. Das ist unglaublich, wirklich unglaublich, was hier los ist. Das wird noch gerettet. Hier kommt alles rein, was noch gerettet werden kann. Ne? Das war wichtig. Wenn man jetzt überlegt, Kiste. Ja. Das ein, was man. Aber Kisten stehen in der Werkstatt, glaube ich. Ja, jetzt haben wir auch die Straße. Pass auf. Also hier ist extreme Rutschgefahr. Ja. Jetzt kommt Licht. So wie angekündigt, Notstromaggregat wurde gerade gebracht. Jetzt kommt Licht hier in die Bude. Das ist doch dieser Ehrgeiz, der einen dann packt, ne? Wenn einer anfängt und alle machen mit. Ich denke, das hier ist in 5 Minuten leer geschüttet, bei der Muskelkraft, die hier vorhanden ist. Hier staut sich gerade ein bisschen. Hier war es eben noch voll mit Matsch, das ist schon rausgeschippt. Alles liegt jetzt hier. Und hier sieht es noch original aus. Wo kommst du her? Aus Krefeld. Krefeld? Ja.
Und was machst du normalerweise, wenn du keinen Schlamm schippst? Normalerweise Schule. Meine Ausbildung ist im Sicherheitsdienst. Aber wenn man dann sowas nebenbei laufen hat, ist das krass, mal was anderes. Da zählt was anderes. Hey, guck mal, wie er hier durchstarrt. Was sind das für komische Säcke? Zement oder was? Zementsäcke. Ja. Ja, der ist festgesogen durch den Matsch. Ja. Also was hier gerade geleistet wird, ist unglaublich. Und das haben die aus einer Initiative einfach so ausgemacht. Ich war ja eben hier, da war hier keiner am Arbeiten. Die saßen draußen, waren sie am Ausholen mit zwei Leuten. Und hier waren die Radlader den Garten am Machen. Dann haben sich jetzt alle ein Herz gefasst und sind hier am Anpacken. Lassen Sie 0-1-0 einmal bewahren, lassen Sie reinkicken. Hier fährt die Frau den Radlader, nicht der Mann. Warum fährt deine Frau Radlader und nicht du? Er ist so in Action, er kriegt das gar nicht mit. Also, Licht ist da, Aggregat läuft. Hadi ist auch da, finde ich super. Krass, ne? Das probiert mich anzurufen, habe ich gerade gesehen. Ja, ich wollte wissen wegen dem 828. Wir haben jetzt zwar Licht organisiert, die schließen draußen jetzt den Generator noch an, die organisieren jetzt noch Getränke hier runter, Essen hier runter. Die Jungs wollen jetzt fertig werden, die kriegst du nicht mehr weg. Was passiert? Hast du denn irgendwas ins Essen gemischt? Nein, keine Ahnung, die haben gehört, der sitzt im Rollstuhl, hier war noch keiner. Die haben oben ein, zwei Bilder gesehen, die Jungs sind hier raus, direkt zum Zelt. Die sind hoch zu ihren Maschinen, die Manpower, hier sind noch Radlader gekommen, hier sind jetzt Mulden drin. Einer hat es noch im LKW angeboten. Ich kann es einfach nicht in Worte fassen. Mit einem geredet, einer hat mir das gesagt, mit den Jungs kurz hat gesagt, die haben wirklich Bier, wir gehen. Zack, in einem Multicar, der ist eh komplett gekloppt. Das ist nicht zu glauben. Bekloppt ist keine schlechte Eigenschaft, habe ich auf jeden Fall gelernt hier, ja, bei der ganzen Aktion. Ne? Oh. Das ist. Mich wundert, dass er das so hinnimmt. Ne? Also was heißt hinnimmt? Also ich weiß nicht, ob ich das so verkraften würde, wenn einer in meiner Bude so rumrennt, aber... Ich glaube, er ist einfach nur froh, dass ihm geholfen wird. Ja. Das ist alles total vermorkt. Oh, hatte der eine Katze? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es... War es ja auch oben drin, glaube ich. Ja, ja, ich glaube. Schlimm. Das ist ja nicht nur hier unten, also für die Leute, die jetzt zugeschaltet haben, oben ist auch betroffen. Nicht ganz so viel Schlamm, aber es ist schon Schlamm auf dem Boden. Und da läuft die Suppe noch aus dem Kühlschrank raus. Das sind die üblen Gerüche, die man hier auch ab und zu wahrnimmt. Das sind einfach Kühlschränke, wo noch Essen drin ist und so. Ne? Der kommt halt auch nicht nach oben, weil der Lift halt kaputt ist. Der ist komplett mit abgesoffen. Ja. Und so wie das da oben aussieht, wie er reingedrückt hat, und man hier sieht, die Welle muss hier volle Möhre getroffen haben.
Ja, das Fachwerk muss komplett raus. Ne? Das haben wir jetzt bei genug Häusern gesehen. Ja. Der Lehm ist extrem nass, ne? Durchgefeuchtet. Die sind vorne mit dem Telelader hochgespuchtet zu ihren Autos. Türen auf Licht raus, Stromgeneratoren raus. Wie einer zu einem Wespennest gestochen hat, nur positiv. Krass, ne? Ich bin auf vier Bagger dran, haben sich Bagger angekündigt. Die nehmen den Garten auseinander, warten in der Woche. Da ist ein Stromregal angekommen. Deine Mulde ist auch gleich voll. Der ist die auch hier? Die habe ich auch gerade rückwärts reingefahren. Ich fahre jetzt mal selber, nach 5 Wochen darf ich mal selber fahren. Man mag es kaum glauben. Die Hydraulikschläuche hast du abgemacht? Nö. Ja, ja. Die ist noch drauf. Die kippen direkt so oben rein. Die ist flach genug. Ja, ja, das ist gut. Immer nehmen, wenn du brauchst. Ne? Das ist kein Problem. Die ist wohl logisch. Die Jungs fackeln hier nicht lange. So, jetzt gleich läuft das nächste Stromaggregat. Ja. Ich guck mal eben kurz. Okay. Hör mal. Das passt ja jetzt irgendwie. Man kann schon gar nicht mehr unterscheiden. Nee, was das richtige Schlapp ist, genau. Wahnsinn. Also das hätte ich auch nicht gedacht nach so vielen Wochen, dass das immer noch so Wohnungen gibt wo, oder Häuser gibt, wo so viel Schlamm noch drin ist. Wahnsinn. Krass, ne? Das unmittelbar im Zentrum, ne? Das ist schon Wahnsinn. Warum bist du jetzt hier? Warum machst du diese Aktion hier mit? Das ist... Ja, weil ich sag mal, das ist vorhin im Zelt gewesen, dass dann auf einmal gesagt wurde, hier wird noch Hilfe gebraucht und natürlich muss man da anpacken. Ne? Ich meine, der Mann ist im Rollstuhl und der ist ja auch wichtig, dass man da unterstützt. Ja. Echt krass, krasse Aktion ja, von jedem hier, der hier mit war. So, Licht kommt auch nach oben. Mann. Darfst du gefilmt werden? Hä? Darfst du gefilmt werden? Ja, ich gehe nochmal in den Garten. Vielleicht ist ja schon der Rollrasen ausgerollt. Das weiß man alles nicht mehr. Bei der Arbeitsgeschwindigkeit hier. So, hier wird alles fein gemacht. Der Schlamm rausgebaggert. Er holt den Schlamm jetzt rüber, weil wir hier keine Durchfahrt haben. Er arbeitet ihn zu. Und er holt es dann raus. Das ist hier alles Millimeterarbeit. Und er packt 10 mit der Hand. Hör mal, hast du kein Zuhause oder irgendwas anderes als doch, Hobby? Schon, aber im Moment ist das hier wichtiger. Absolut. Wir waren noch am Mittag in einem anderen Haus gearbeitet und dann kam die THW vorbei. Und dann habe ich schon mitbekommen, dass hier wirklich noch gar keiner war vorher. Dann habe ich mir das so ein bisschen angeguckt und habe ich mir gedacht, komm, da müssen wir auch eine Markette geben. Haben wir ein bisschen rumtelefoniert, gefunkt. Ja, läuft. Krass, ne? So wie das hier eigentlich überall läuft. Also ich finde es super. Also wirklich Wahnsinn. Der Mann, der im Rollstuhl sitzt, ich weiß gar nicht, der hat das eben gar nicht so richtig realisiert. Auf einmal gier ich Maschinen und so. Absolut Wahnsinn, wirklich. Also es ist immer wieder irgendwo, wo du bist, immer wieder was Neues. Das ist echt Wahnsinn. Wirklich super schön. Ne? Woher kommst du? Aus Korschenbruch. Nee, auch aus Korschenbruch. Nee, seid ihr mit der Gruppe hier hingekommen? Ja, wir sind ja mit 4 Mann. Also quasi mit 13 Leuten waren wir zu Anfang und dann streut sich immer so ein bisschen, sagen, trennt sich die Spreu vom Weizen. Und der Kern so jetzt 6, 7 Leute sind wir. Aber es ist egal, mit wie vielen Leuten du hier hinkommst. Ja, ja, genau. Du kannst auch alleine hinkommen, dann anschließend siehst du ja. Ja, jeder so wie er kann. Absolut. Was machst du im normalen Leben? Du machst nicht das erste Mal. Ich bin ein Dallabau. Okay, super. Ja, aber es ist echt super. Also ich denke, wir kriegen heute noch richtig was gebacken hier. Also ich mache das hier auf jeden Fall nur fertig, egal wie lange. Ja, ich merke das schon. Ich will ja auch nicht zwischensprechen. Na, alles gut, alles gut. Eine Faust an der Backe. Nee, echt super. Also ich weiß gar nicht, mir fehlen da wirklich die Worte. Ja, mir auch. Also wir waren eben nur zu dritt hier, also quasi unsere kleine Eiertruppe, sage ich jetzt mal. Und er
der Häuslebesitzer, der war wirklich mit seinen Flops hier, war da, oder mit seinen Flipflops im Matsch. Und er sagt, nee, das geht nicht, da müssen wir mal irgendwie jemanden sagen, sie Dominik angerufen oder einer von unseren Jungs ist dahin. Und hat funktioniert, Gott sei Dank. Und dann machen wir jetzt heute auch fertig. Und wir müssen ja noch einen Graben ziehen vom Bauzelt zum irgendwo nochmal 10 Meter. Müsst ihr auch nochmal. Machen wir auch noch. Ja, macht ihr auch noch. Ne? Vielleicht kommt ja noch was rein. Ja, mal gucken, alles gut. Ne? Nee, super. Vielen Dank. Gerne. Mega, echt. Das ist alles so unglaublich. Ja, machen wir mal. Machen wir fertig und haben wir angefangen und machen jetzt weiter. Und ich stehe nur im Weg rum. Hi, dürft ihr gefilmt werden? Okay, mit dem Licht ist so ein Problem gerade. Ich filme mal lieber von hier. Muss man echt aufpassen, dass man sich nicht hinlegt. So glatt ist das hier. Der Matsch ist ganz nass. Wenn das ein Keller-Ding ist, aufpassen. Ja, da geht's in den Keller. Also wenn es in den Keller geht, dann steht auch noch Wasser drin wahrscheinlich. Das könnte eine Kellertür sein. Also hier ist irgendwie eine Kupferplatte. Man muss aufpassen, dass es auch heiz wird. Das riecht man ja direkt. Und das Schönste an der Sache ist, hier gibt es keine Nachbarn, die sich über den Lärm beschweren an dem Samstagabend hier. So sieht es hier aus. Überall Baumaschinen, überall Fahrzeuge, die hier abtransportieren, die beladen werden. Ja, ich habe gerade mal hier in den Kommentaren gelesen, also ich frage mich auch, bei wie vielen Menschen es noch so aussieht. Ich schätze mal bei einer ganzen Menge Menschen, die einfach, wie er jetzt hier, vielleicht gehandicapt sind und dann weggeholt wurden, wo noch keiner im Haus war. Wenn wir das ja hier nicht machen, dann macht das ja keiner. Das muss auch mal klar werden. Also wenn die Jungs jetzt hier nicht angepackt hätten, wer soll das denn hier rausholen? Ne? Ihr seht... Hier werden Kopflampen jetzt ausgeteilt. Muss man hier irgendwas rausziehen, dass die funktioniert? Wegen dem Kontakt oder so? Oder nimm du die, ich brauch die nicht. So Blödsinn. Oh nein, hier ist tatsächlich ein Keller drunter. Vorsicht! Wartet, gib den mal her. Wartet. Also hier ist tatsächlich noch ein Keller drunter. Wasser sieht man auf jeden Fall keins stehen. Wird ein alter Keller sein, das Wasser wird durch die Mauer rausgeflossen sein. Aber das sieht hier noch nach viel Arbeit aus. Ja.
Also hier ist ein Gewusel, das ist unfassbar. Was sagen Sie? Ja, super. Ich knie mich mal nieder vor Ihnen. Ja, ja, das ist super, dass man so viel lebt. Krass, ne? Wer hätte damit gerechnet eben noch? Ich hätte damit nicht gerechnet. Aber ich finde das super, dass die jungen Leute... Früher hat man mir gesagt, die jungen Leute tauchen nichts, aber die machen alles. Das sage ich auch immer. Von wegen die Jugend von heute. Also wenn man sich was hier anpackt, in die Jugend. Ja. Wir gucken auch, dass wir sie weiterhin unterstützen. Ne? Ja, das wäre nett. Darf man hier einen Fachmann hinholen für das Gebälk? Da habe ich einen an der Hand. Ne? Ja. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ja. Und ich denke, dass wir ihnen hier das Zuhause wieder so hinrichten können, dass sie zufrieden sind und hier weiterleben können. Ne? Ja, das wäre super, weil das hier ist meine. Ja. Ich hab noch. Stirnlampen sind alle weg, aber es sind noch welche da. Ja, die brauchen jetzt Licht, ist das Problem, ne? Ja, ja, dann leider. Ja, Moment mal, jetzt kommt Frage. Was denn? Hier, das haben wir noch ausgegraben. Weiß weg, was willst du damit? Alles weg. Ja, ja. Ich kann ja eh nichts, wo soll ich hin damit? Die Garage ist ja schon voll. Ich weiß ja nicht, wohin damit. Ja, hätten sie in die Garage tun können, aber ist egal. Ja, ja, da ist aber so viel schon drin. Ja. Machen Sie einen Neuanfang, ne? Richtig, ja, ja. Muss ja, was nützt mich dort alles nicht? Muss ja uns wieder weitergehen. Ja. Ich kann es immer nicht glauben. Einer kam zu mir und sagt, ja, wir sind hier dran, hast noch einen Bagger oder eine Mulde? Ja, ja. Ein, zwei Leute, ja, und jetzt geht los. Die Jungs haben wirklich ein Bier genommen. Ach, scheiß drauf, der braucht Hilfe. Sind sie in Treckern zu schippen? Also. Wir sind ja alle zusammen, das sind ja die ganzen Western. Ja, aber ich bin selber sprachlos. Von, zack. Als wir das dann gehört haben, haben wir gesagt, komm, das mit und helf. Ich bin jetzt selber seit 5 Wochen hier. Ich weiß, die Jungs packen mal an, aber dass sie so bekloppt sind und dann nachts, ja fast nachts, ihr Bier wegstellen und sagen, scheiß drauf, wir geben jetzt nochmal Gas. Vielleicht gab es ja Pilzbier. Hier, selbst unser Reifenbrüderchen, den... Ja, ja, er macht nochmal die Reifen, der ist unser Fachmann, ja, hier. Ist... Den hatte ich auch schon 2-mal gefilmt. Der ist... Alle mit dabei. Frage. Der hat alles entstehen. Ja, das Penholz, ne, das schmeißen wir in den Deck, das kannst du ja im Winter noch gut verstehen. Wo sollen wir das hin tun? Weil ja, dann packen wir dir schön das auf. Das ist aber nett von mir. Das ist von der Flut angeschwemmt worden. Das holst du das nicht? Ich hab Heizung. So, ah, du hast Heizung, ja, Junge. Dann weg. Dann ist es dir egal. Weg, Schubker, weg. Dann ist es dir egal, wenn das nicht von dir ist. Ist das Ölheizung unten? Ich hab Gasheizung. Gasheizung, Gott sei Dank. Aber die ist abgestellt. Ja, ja, ja. Aber wir können das ja auch trotzdem wegtun, dann kannst du dir jemand holen. Ja. Das ist so voll mit, da sehen ja genug Leute. Ja. Das ist so voll mit Schlamm. Wir haben genug, wir haben genug Bäume hier liegen. Da würde ich halt eher weg tun, die Bäume nehmen, die liegen. Ja, und Ende so ein Wandteil, guck doch, riecht es so ekelhaft süß. Ja, jetzt kommt das Problem, was man. Also hier riecht es wohl nach Verwesung, ziemlich süß. Haben Sie eine Katze gehabt oder was? Ja, die Katze ist aber gerettet. Die ist gerettet? Ja, ja, die ist in Sicherheit, die ist weg, die ist in St. Vor. Was könnte denn da so nach Verwesung riechen? Haben ja, Sie das weiß ich jetzt auch nicht. Weil da unten hat eigentlich keiner mehr gewohnt. Vielleicht hat da uns was reingeschwemmt oder was? Ja, das kann natürlich sein. Das könnte natürlich auch. Einschwemmen. Ja, ja, durch die Tür das oder so. Das kann natürlich sein, aber ich weiß nicht, was da kommt. Ja, wir kümmern uns. Das kann natürlich auch noch sein, dass die in der Truhe vielleicht noch Fleisch drin war. Ja, die haben wir schon mal raus. Ne? Aber man kann ja raus. Ja, klar, schon mal. Den ersten Stopp oben. Ja. Können Sie den noch beholen oder war das Wasser da auch? Was ist da? Hier, guck mal. Aber. Was ist das? Was riecht denn da so? Weil sie haben, das ist eigentlich alles verschlammt, die nehmen jetzt gerade alles auseinander.
Da ist nichts. Also, meinst du, da ist nichts? Ja, die nehmen da gerade alles auseinander mit der Schraube. Wir haben da nichts gefunden, ist alles gut. Also, war vielleicht ein Fehlalarm. Es riecht hier öfters schon mal eigenartig und das können auch irgendwelche Essensreste sein oder aus der Tiefkühltruhe Fleisch, was eingefroren war oder sonst was. Ja, ich würde mal sagen, die Bude ist gleich auf links gedreht. Ja, also hier ist Brennholz abzuholen. Wer es haben möchte, kann gerne vorbeikommen. Er hat wohl gar keinen Kamin, das gehört ihm nicht, das Brennholz. Das ist hier hingeschwemmt worden, ne? Mann, der Hammer, ey. Ja. Jungs, hier ist ein Loch und nach Vorsicht. Was machen wir da denn noch? Keller. Ja, jetzt gucken die gerade im Keller nach, ob da irgendwas ist, weil irgendwelche komischen Gerüche hier sind. Schmeiß mal hin. Ja, der Boden ist schon mal voll belegt. Da unten will ich nicht. Scheiße. Gib dir mal die Wanne hoch. Die brauchen oben eine Wanne wegen kleinen Scheiß. Wo ist das Brett hin? Ja, da hinten. Oder einfach noch. Gewölbekeller. Hast du das schon mal gemacht? Premiere, gegenseitig filmen. Ich filme dich, du filmst mich. Markus, du hast eben gerade noch mit dem Mann geredet. Ganz netter, älterer Herr, oder? Ja, total. Gefasst, aber kurz vorm Dach. Wollen wir mal ein Stück zur Seite gehen? Ja, ja. Erstmal oben in den Keller, kommen wir noch morgen. Ja, ich danke. Das ist jetzt die sechste Woche. Du warst von Anfang an da, von Tag 1. Wie sieht's hier aus? Wie Tag 1. Ne? Das ist Tag 1, oder? Ja. Das ist ja das Problem. Es gibt noch viele Häuser, die im Zustand Tag 1 sind. Wir waren ja nicht überall. Ja. Wir wissen das ja nicht. Ne, mal ganz kurz, wir sind jetzt hier vielleicht allerhöchstens 50 Meter von der Hauptstraße weg, oder? Genau. Das ist eine Seitenstraße, bei Pforzheimer Straße ist es, oder? Ja. Also da, wo das Helferzelt ist und die Kapelle. Wenn ich kurz stören darf. Ja, klar. Zapfwelle, normal an, Hexafälle, Standdrehzahl und dann über die Fernbedienung. Genau. Welche Steige ist Heckklappe? Über den gelben. Achso. Masse Schlosshaus, ne? Ja. Ja. Also sind vielleicht 50 Meter, einfach eine Seitengasse rein und die ADD sagt immer wieder, es ist eigentlich alles so aufgeräumt, dass der Wiederaufbau losgeht. Ja. Ja, ja, das sehen wir ja hier. Ne? Ja. Vor allem, wir sind alle ADD-Mitarbeiter gerade dran, weil die haben gemerkt, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ja. Jetzt sind alle hier am Arbeiten. Ne? Also sind alle vom ADD? Ja, ja, alle vom ADD. Das ist der Krisenstab hier. Das ist ja das Krasse. Es gibt kein Konzept. Wenn ich jetzt der Oberste wäre vom Katastrophenschutz, dann müsste erstmal jedes Haus kontrolliert werden. Ja. Jeder Einwohner, ich brauche einen Zustand von den Häusern. Verschlammt, nicht verschlammt. Ja. Erhaltungsfähig, nicht erhaltungsfähig. Wenn ein Haus eh abgerissen werden muss, brauchst du den Schlamm ja nicht rausholen. Ne? Das Haus ist ja erhaltungsfähig. Jetzt holen wir den Schlamm hier raus. Und ich weiß nicht. Der hier schon seit über 5 Wochen am Wirken ist. Ja, nicht nur der. Hier wirken ja auch Lebensmittel seit über 5 Wochen. Ja. Ne? Hier sind ja eigenartige Gerüche. Ja. Dann kriegst du erstmal einen Schock und einen Schreck, wenn du da reingehst, und weil du andere Sachen im Kopf hast. Aber es scheint gut auszusehen. Ne? Und ich kann das alles nicht nachvollziehen nach wie vor. Und hat er dir das auch erzählt? Ich habe ihn vorhin gefragt, ich habe ihn nicht aufgenommen, weil ich das nicht mache, zum jetzigen Zeitpunkt, wo er es erlebt hat. Und er sagte, im ersten Stock. Und eben habe ich dann nochmal gefragt, und sag, wie weit war denn das Wasser am ersten Stock auch? Und er sagte, ja, bis unterkante Fenster. Und er sagt, wo waren Sie? Da sitzt er im Rollstuhl. Da sagt er, er stand über Stunden mit dem Rollator im Wasser. Also bis das Wasser abgeflossen war, hat er sich an seinen Rollator geklammert und stand da im Wasser. Unvorstellbar. Keine Kommunikation, niemand, den um Hilfe bitten kann. Ja. So hoch stand das Wasser. Das Wasser, also bis zum Fenster hat er gewonnen. Ja. Ja. Und ihr seht, an dem Fenster
Also es ist einfach nur krass alles. Ne? Es ist, das sind ja auch diese Sachen, die du jetzt so im Nachhinein mitkriegst, diese Geschichten einfach. Ja. Ja. Adi, ich bin froh, dass du hier bist, wirklich. Und deine Live-Beiträge finde ich super. Ja, vielen Dank. Und ich gucke mir das immer gerne an. Einfach mal, um das aus deiner Sicht zu sehen. Du gehst ja noch ganz andere Wege und betrachtest ganz andere Blickwinkel. Ja. Aber mich holt es immer wieder zurück. Ich habe heute viel gesehen, was mich wieder runtergeholt hat. Also nach unten gedrückt hat, sagen wir mal so. Gezogen hat. Ja. Genau. An der Stelle, ich habe vorhin auch mehrere Hinweise bekommen, dass es dir nicht gut gehen würde. Sagst du was dazu? Also mir geht's schon gut. Ich habe dich nicht angerufen, weil ich dachte, wenn es dir nicht gut geht, brauchst du jetzt nicht noch einen Anruf von mir. Nein. Dann dachte ich, der Kunde will mich woanders. Dann habe ich gesehen, dass du unterwegs warst. Und wenn ich dich jetzt hier gerade habe, sag mal, egal wie viel da ist. Mir geht's gut, aber ich konnte eben nicht weiterarbeiten, weil ich einfach eine Überlast hatte. Ja. Weil du wieder Bilder vor Augen hattest, die eigentlich schon 5 Wochen zurückliegen. Die kommen wieder. Die kommen wieder. Du greifst in einen Haufen rein. Du greifst in was rein und weißt nicht, was drin ist. Und das ist für mich eine Überwindung jedes Mal. Ja. Und irgendwann war gut. Es ging einfach nicht weiter. Nachvollziehbar. Markus, ich mache meine Arbeit, wie ich sie immer mache. Das ist ja mein Job seit 30 Jahren als Journalist. Und ich finde es auch mal wichtig, so eine Situation wie eben, die hat sich auch spontan ergeben. Wir filmen uns jetzt gegenseitig. Ganz ehrlich, der Mann hat mir auch einen Satz gesagt, das war herzzerreißend. Er sagte, es ist alles kaputt, alles nicht so wichtig, ich bin am Leben. Aber wenn ich sehe, wie die alle helfen, das ist so toll. Und ich kann nichts tun, das tut mir weh. Aber das ist, das steht für jeden doch hier völlig außer Frage. Dem braucht das gar nicht weh zu tun. So denkt er. Das war ein Schaffer, das war ein Arbeiter. Ja? Ja. War in der Automobilindustrie, trotz Kinderlähmung und so. Und so denkt er. Ein super freundlicher Mann, versucht gefasst zu bleiben, aber in dem brodelt's. Ich habe dann auch nicht zu lange mit ihm gesprochen, weil ich habe dann gemerkt, dass er langsam kippt. Da muss man sehr respektvoll mit Menschen umgehen. Und auch bei ihm, das Thema, das du heute gemacht hast, ich habe ihm gesagt, er hat mir versichert, ja, das wird er tun. Falls er Hilfe braucht, dann wird er sich Hilfe holen und aufmerksam machen, damit es ihm einfach nicht gut geht. Ja? Also ich sag mal, das hier machen wir zur Chefsache. Ja. Ich werde den Wilhelm dazu noch mit ins Boot holen. Ja. Und den Markus Zintel, den Dominik, der ist sowieso ja hier. Wir werden uns ihm annehmen. Ich habe ihm schon gesagt, wir kümmern uns um Fachleute, um Kosten. Ja. Da haben wir eben die Möglichkeiten. Ne? Wir haben ja Spenden eingenommen. Ja. Wir lassen ihn hier nicht alleine sitzen. Ja. Ne? Es gibt aber eine Sache, da würde ich drum bitten. Ich habe seinen Namen nicht genannt. Ich möchte ihn nicht zu prominent machen, weil das Schlimmste, was ihm passieren könnte, wäre, wenn irgendwie hier Spiegel TV oder andere Formate aufstauen. Genau. Ja? Also die Bitte sie auch sollen, hier auf meinem Kanal. In Ruhe lassen. Genau, lass ihn in Ruhe, wir kümmern uns um ihn. Ja. Hier sind tausende Menschen, um die sich gekümmert werden muss. Ja. Ihr könnt das mit Sicherheit mit einer anderen Familie machen oder was. Ja. Wir nehmen uns ihm an. Er liegt ja auch genau hier in unserem Bereich, sag ich mal. Ja. Ich kann jeden Tag hier hingehen, an dem ich hier bin. Ja. Und einfach mal gucken, wie es läuft, ob alles okay ist. Ne? Damit vielen Dank. Und um schon mal zu erklären, was auch das gehört natürlich zu meinem Job. Da gibt es den Markus Wutbeführer, der rennt rum, schafft nichts, wie manche kommentieren, sondern filmt mich rum. Natürlich ist es eine Riesenarbeit, die du machst. Und natürlich bin ich dir auch auf den Fersen. Was machst du denn da? Und dokumentiere das mit, damit die als Leute einfach sehen, nee, der hat sich nicht irgendwo irgendjemanden geholt. Du warst eben noch im Helferzelt, wie alle anderen hier auch. Und dann heißt es, hey, hier ist was zu tun und alle sind mit. Und jeder hat seinen Job. Der eine plant, der andere macht Strom, der nächste Schiff, der unten räumt den Keller leer. Ich sehe, irgendwelche Sachen da ist ein Druck. Es sind bestimmt 50 Leute innerhalb von einer halben Stunde hier vor Ort gewesen. Wahnsinn. Also ich muss auch noch mal hinterherwerfen. Ich bin ja heute Bagger gefahren. Ich mache das wirklich gerne. Ich habe das live laufen lassen. Das merkt man auch jedes Mal. Du bist Bagger verwachsen. Ja, mir macht das einfach Spaß. Ne? Das ist so, da komme ich auch wieder runter. Ja. Aber auf einmal ist das gekippt bei mir heute. Ne? Ja. Ich würde hier gerne viel mehr arbeiten. Ich kann ja was. Ne?
mit dem Bagger oder mit der Erdkarre. Ich kann mich hier mit den Sachen einbringen, aber ich finde das, was ich hier mit der Kamera mache, viel wichtiger. Ne? Ich sag da eine Geschichte dazu mit dem früheren Polizeipräsidenten Thomas Gröber. Gegrüßt, falls das auch sieht. Hatte ich ein super Verhältnis. Und dem habe ich vor 10 Jahren gesagt, Herr Köber, Sie können mit einer guten Kommunikationsmannschaft mehrere Hundertschaften ersetzen. Das spart Ihnen viel Geld, das verhindert böse Einsätze. Und da habe ich immer wieder nachgefragt und ich habe ihm auch immer wieder Tipps gegeben, was ich mir so vorstelle und Rückmeldungen durch die Arbeit. Nee, Rettungslieben, Achtung! Nee, muss er liegen lassen. Hier ist ein Loch. Wenn jemand ein Band hat, vielleicht ein Band rummachen. Ah, ich brauche keine. Danke. Der Junge, kommt hier einer mit Stirnlampen. Wir brauchen keine, wir haben hier selber Licht. So war ich, genau. Und die Kommunikationsabteilung, also die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Mannheim unter Thomas Köber, später hat sich von einem anderen Präsidenten wieder verändert, ist einfach eine Top-Gruppe gewesen, die verstanden haben, wie wichtig Kommunikation ist. Ja. Und wie wichtig die Dokumentation ist, wie wichtig Transparenz ist. Ja? Und all das machst du, du dokumentierst, du kommunizierst mit den Leuten, du lässt sie einfach reden und das ist einfach bockstark. Und ich sage, in meinen 30 Jahren, habe ich schon geschrieben, lerne ich vom Bauern und Landwirten, der Landwirt Markus Wipper führt, tatsächlich noch was für meinen Beruf dazu, was man zukünftig auch anders machen kann. Ja? Weil du liebst Maschinen, das ist ja auch eine Maschine, die gerade eine Hand, das ist halt eine elektronische, aber wird groß, wie du es machst, vielen Dank. An der Stelle gehe ich raus und werde später vermutlich noch machen. Danke fürs Interesse. Ja, ich bleib nochmal dran, weil ich gehe jetzt nochmal ins Haus. Das ist unfassbar, ne, was hier gerade läuft. Ja, unfassbar. Also auch zur Jugend in Deutschland. Ja, sensationell. Gestern in dem Live-Video habe ich ja vorgetragen, das ist der Marc, der den Helfer-Shuttle organisiert, weil ich wissen wollte, es sind eher junge Leute, Mittelalter oder auch älter. Und er sagte, nein, also ein großer Teil, 18 bis 30 Jahre. Und das Interessante, diese junge Generation, die vielleicht nicht ganz einfach ist und teilweise ein bisschen unmotiviert ist, weil ihr Sinn fehlt, weil ihr Ziele fehlen. Und der Marc sagt, die kommen hierher, schaffen wie wild, weil sie einen Sinn darin sehen. Also es geht hier nicht um Karriere, Kommerz, irgendwas in der Richtung, sondern es geht darum, was Sinnvolles zu schaffen. Und deswegen sind die so motiviert. Und das muss man wirklich sagen, es ist einfach gigantisch. Also die Leute, die jetzt hier am Treffen sind, würde ich sagen, die sind, da sind teils Junge dabei, aber das ist eher so Mittelalter, also Mitte 20 bis Anfang 50. Es ist ja im Moment auch kein Helfer-Shuttle. Die jungen Leute kommen ja als Helfer hierher. Ja. Ja, die haben noch keine viele außerdem, wie heißt der Silas auf dem Schreibbagger, ja. 24 Jahre alt, ein Performance-Künstler auf diesem Gerät. Aber andere sind ja noch in der Ausbildung oder im Studium. Das heißt, sie kommen morgens an, lassen sich runterfahren, machen dann Schipparbeiten. Das hier, das sind die nicht, weil die Shuttles sind ja um die Uhrzeit nicht mehr am Fahren. Sondern die sind alle hier irgendwo in der Umgebung untergebracht und haben innerhalb von einer halben Stunde waren hier über 50 Leute, die zupacken. Und da draußen fahren zwei Bagger, die kennen sich, die mit Sichtverhältnissen, also wenn ich mir das hier alles anschaue, das Thema Arbeitsschutz. Du hättest mal vor 5 Wochen hier sein müssen. Ja? Das war noch krasser, wirklich. Ja, ich glaube es. Ja? Also ich meine, ich kann mir jetzt wirklich vorstellen, wie es am ersten, also ich habe natürlich schon viel gesehen, aber das hier ist jetzt ein Ersteinsatz eigentlich. In der sechsten Woche. Überleg mal, das ist ein Haus von wie vielen Häusern? Das ganze Feuerholz aus dem Keller geholt. Was schätzt du, das ist ein Haus von wie vielen Häusern hier? Nur mal so. Ich habe keine Ahnung. Aber dann weißt du, was wir hier schon geleistet haben. Naja, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ja. Absoluter Wahnsinn. Ja? Und das, wie gesagt, es geht in die Seitenstraße rein. Es geht eine Seitenstraße hier rein. Das ist 50 Meter von der Hauptstraße weg.
Und also ich habe noch eine Frage. Vor zwei Wochen hat die Frau Dreier einen Herrn vorgestellt, dessen Namen ich vergessen habe. Ja. Ein Verbindungsmann, ehemaliger Staatssekretär. Schon im Ruhestand, wurde reaktiviert, um als Verbindungsmann zwischen der ADD, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und den Helfern, den privaten unternehmerischen Helfern hier vor Ort zu sorgen. Hast du den schon mal gesehen? Nein. Also die Frage ist mir heute schon öfters gestellt worden. Ich kenne den Herrn nicht. Er kann ja auch andere benennen. Hast du einen anderen? Nein. Es hat sich nichts geändert. Wir sind jetzt in der sechsten Woche, die füllen wir gerade auf und es hat sich nichts geändert. Alles beim Alten. Das macht einen fassungslos. Ich habe das gestern im Video auch gesagt, wo du auch dabei warst, Markus. Meine Aufgabe ist es, hier Journalist zu sein. Das heißt, ich halte mich so neutral wie möglich. Aber ich kann jedem sagen, mir schwillt der Kamm. Ich habe so einen Pulsschlag, wenn ich das hier sehe. Und es ist wirklich schwer, nicht zum Aktivisten zu werden. Ich bleibe neutral, ich mache meine Arbeit journalistisch, ich bin da professionell genug, aber ich kann jeden verstehen, der hier kurz vorm Explodieren ist, wenn er sowas erlebt. Ja, ja? Ist so. Ist ein Danke. Danke dir, Hardy. Ja, gerne. Und vor allem, dass du hier bist. Um die Uhrzeit. Ja? Da gibt es eigentlich nur so ein paar Bekloppte, aber du gehörst anscheinend dazu. Ja? Ich gehe nochmal ins Haus. Also ich muss auch gleich mal in Richtung Heimat fahren. Ich werde nicht hier jetzt bis ewig bleiben, weil ich heute Morgen auch, ich war glaube ich um 1 Uhr schon wach. Dann bin ich nochmal eingeduselt, dann war ich um 3 Uhr wach und ich bin dann um 4 Uhr oder 5 Uhr, halb 5, bin ich dann irgendwann losgefahren. Und ja, ich muss mal nach Hause. Hi. Hi. Das Linoleumboden, der hat sich nicht gelöst. Kann man nicht abschneiden. Wir brauchen mal. Ja, das wird ein Stück für Stück abschneiden, am besten, oder? Ja. Ja.